2020 wurden in Niederösterreich 1 Hektar Boden pro Tag verbraucht, 80% zugunsten der Bauaktivitäten auf Baulandwidmungen. Gemäß Regierungsprogramm soll der tägliche Maximalverbrauch, wir haben es gerade gehört, von den aktuell etwa 10, es schwanken die Zahlen, auf 2,5 Hektar bis 2030 reduziert werden, netto null 2050. Das bedeutet für Niederösterreich einen maximalen Bodenkonsum von 0,5 Hektar bis 2030, also der Hälfte vom aktuellen Stand. An der österreichischen Bodenstrategie, dem Aktionsplan mit fixen Zielen, hoffentlich für alle Länder, Bundesländer, wird noch verhandelt. Angeblich kommt die im April. Und jetzt darf ich dann den nächsten übergeben. Und zwar hat Reinhard Süß aus Krankheitsgründen nicht kommen können und es ersetzt ihn Diplom-Ingenieur Thomas Knoll. Dankenswerterweise spontan eingesprungen. Thomas Knoll ist Gründer des Umweltbüros Knoll Consult. Das Büro mit mehreren Standorten in Österreich ist in den Bereichen Raumordnung, Stadt- und Regionalentwicklung, Landschaftsarchitektur und Klimaschutz auf verschiedenen Ebenen tätig. Außerdem ist es für die Bodenbilanzierung des Landes Niederösterreich beauftragt. Ich freue mich sehr herzlich, dass Sie gekommen sind und auf Ihren Vortrag. Danke. Danke, sehr geehrte Damen und Herren. Danke, liebe Orteleute und Damen und Herren. Cool, dass es diese Veranstaltung gibt. Ich freue mich, dass ich da bin, obwohl ich es nicht geplant hatte. Ich wollte dem hochkompetenten Team meines Büros die Chance geben, sozusagen nicht immer nur mich reden zu hören, sondern sich auch selber sehen zu hören. Es ist mir nicht gelungen, krankheitsbedingt. Also jetzt müssen Sie doch wieder mit einem alten weißen Mann bekannt werden. Aber ich kann es nicht ändern. Ich habe es anders geplant. Ich kann Ihnen ein paar freudige Erzählungen berichten, nämlich erstens, dass ich es cool finde, dass wir jetzt eine viel breitere Teil der Baukultur das Thema Boden behandeln miteinander. Es gibt gerade in Niederösterreich einige Kollegen, ja, die seit, sage ich mal, gefühlt 1980 sich mit dem Thema Bodenschutz und anderen beschäftigen. Da waren wir schon sehr alleine damals. Ja? Und es ist cool und es ist schön und es ist erfreulich, dass das Thema in den Mainstream gewandert ist. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist auch zu erzählen, dass das ein interdisziplinäres Thema ist. Architektur spielt eine Rolle, eine wichtige Rolle, aber es spielt eine ähnlich wichtige Rolle, das ganze Thema im Bereich Raumordnung, Verkehrsplanung, Landschaftsarchitektur als wesentlicher Teil der Baukultur. Es spielt natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit, auch diese ganze CO2-Thematik im Bereich der Brachflächen ist ein Thema. Was kann ich an CO2 einsparen, wenn ich Brachflächen nutze? Gebäuderecycling. Also es ist eine große Kiste und da kann Architektur in der klassischen Form etwas beitragen. Es ist toll, aber es ist sozusagen ein kleiner Teil der großen Kiste, sozusagen, mit dem wir uns beschäftigen. Wesentliches zweites Thema, und da sind wir jetzt in meiner heutigen speziellen Rolle im Bereich der Raumordnung, wir haben so eine Checks-and-Balance-Thematik zwischen fachlicher und politischer Welt. Ja? Und das ist gut so. Das ist ganz im Gegenteil zu manchen, die vielleicht da auch sitzen, nicht schlecht, sondern gut so. Weil wir basisdemokratisch auf kommunaler Ebene ausverhandeln müssen. Und wir haben 7 Fraktionen in vielen Gemeinden, die wir betreuen. Und da sitzen Bürgerinnen und Bürger drinnen. Wir haben die Bürgerbeteiligung heute in den meisten modernen Gemeinden im Gemeinderat und nicht außerhalb. Ja? Und dort finden die Diskussionen und Entscheidungen teilweise auf sehr hohem Niveau statt, weil dort Bürgerinnen und Bürger drinnen sind, die wissen, worum es geht. Die haben das Know-how, was wir haben, auch. Und das Tolle ist jetzt, in diesem Dialog auf Augenhöhe politische, fachliche Themen auf zusammenzubringen, auf kommunaler Ebene, dort, wo die Menschendemokratie am besten, am wirksamsten und am relevantesten erleben. Daher ein Punkt auch in Richtung mancher im Bereich politischer oder fachlicher Themen, die sagen, die Gemeinde darf nicht in der Widmung relevant sein. Ganz im Gegenteil. Ja, aus meiner Sicht völlig falsch. Wir haben ganz genau dort die Kompetenz und die Aufgaben, fachliche und politische Ebenen zusammenzuführen. Und wir sind keine Technokratie, liebe Leute. Ja? Wir haben die Aufgabe zu ringen um demokratische Mehrheiten auf kommunaler Ebene
Und wenn wir es auf kommunaler Ebene nicht schaffen, dann werden wir es auf Landes- und Bundesebene auch nicht schaffen. Die Vorstellung, dass irgendein Deus ex machina kommt und uns auf Bundesebene rettet oder auf Landesebene rettet, ist absurd, kann ich ganz klar sagen. Das kann nur ein Bohren von anstrengenden Brettern auf kommunaler Ebene sein. Und das ist auch die Philippika für die Raumplanung, die ich heute ein bisschen zu behandeln habe. Dort sind wir stark, das können wir. Und jeder, der glaubt, die Raumplanung stärken zu müssen, schwächt auch die Demokratie. Und wer sie stärkt, stärkt die Demokratie. Vorsicht, ich sage das so deutlich, ja? Weil wir haben gerade momentan eine sehr dramatische Diskussion in der Schwächung der kommunalen Raumordnung im Bereich Energieraumordnung. Ja? Das wird noch ein Schuss in den Ofen, vermutlich, wenn man nicht sehr gut zusammenarbeitet. Also die Entmachtung der kommunalen Raumordnung ist ein sehr problematischer Vorgang, der fachlich problematisch ist und demokratiepolitisch sowieso katastrophal ist. Das können Sie natürlich jetzt von mir hören, weil ich auch gerne in Niederösterreich tätig bin und sage, na klar, der Knoll, eh klar. Aber es ist auch meine grundsätzlich fachliche, tiefe Überzeugung. Die Probleme, die wir hier vorgestellt bekommen haben, lösen wir nur auf guter kommunaler Ebene. Auch ein Punkt zu Wöllersdorf, auch ein Punkt zur Erbse. Ja? Die Erbse ist raumordnungsfachlich noch lang nicht durch. Ja? Passen wir auf, dass wir uns da nicht sozusagen mit verschiedenen Schutzgütern gegenseitig erpressen, ja? Und aushöhlen lassen von der einen Seite. Na, ich komme übers Ministerium, damit ich die Widmung auf Gemeindeebene aushöhle. Das sind die Deals. Entschuldige, ich mache das 40 Jahre. Ich sehe die Fäden in Sekunden. Ja? Das ist halt das Schöne, wenn man es so lang macht. Ja? Vorsicht vor den Fragestellungen, die sich so plakativ aufbreiten in den Bereichen Bodenschutz, Raumordnung, weil alles viel tiefer, viel komplexer, viel mysteriöser ist, als was ad hoc einmal glauben möchte. Zur niederösterreichischen Situation selbst gibt es wenig zu sagen, als eh schon gesagt worden ist. Wir liegen in Übereinstimmung mit den Zahlen des Bundes bei 1 Hektar und sollten auf 0,5. Das ist es. Ja? Ich kann dazu sagen, das könnten wir schaffen. Ja? Wir brauchen dazu eine Mischung aus Sparmaßnahmen, da wird man vielleicht auf 0,75 kommen von 1. Ja? Ich rede von Hektar am Tag. Und wir brauchen vermutlich noch einmal irgendwelche 0,25 Hektar am Tag Ausgleichsmaßnahmen. Also Maßnahmen, wo wir durch Recycling, Bodenrecycling, wieder Böden herstellen auf Brachflächen oder Ähnlichem. Das ist ein Weg, der geht. Ob man gehen will, ob man gehen kann, wird man in den nächsten Jahren sehen. Und ich kann nur sagen, die Position des Bundes, zahlenmäßig Umweltbundesamt, und die Position des Landes, zahlenmäßig 1 Hektar, da sind große Ähnlichkeiten nach den letzten Jahren gelungen. Da gab es methodische Unterschiede, aber wir wissen, wo wir sind und wir wissen, wo wir hinkommen könnten. Und wir brauchen Reduktionen um ungefähr 25% und noch einmal um 25% eine Reduktion im Hinblick auf Ausgleichsmaßnahmen. Der wesentliche Punkt dabei besteht darin, dass die Ausgleichsmaßnahmen nicht finanziert werden. Und auch da gibt es auch wieder die Thema, wie kommt man zu Geld, damit man Ausgleichsmaßnahmen zahlt. Also große Übereinstimmung in der Sache. Noch ein Thema Brachflächen. Das behandelt einen kleinen Teil des Potenzials, was wir haben. Der größte Teil ist Unternutzung von bestehenden Flächen. Es sind weniger Flächen brach, als man glaubt. Ja, der überragende Teil dessen, was wir an Potenzial haben, besteht aus untergenutzten Flächen. Und es ist interessant, dass Wien im letzten Jahr mit etwa, ich will Sie jetzt nicht abstimmen lassen, Sie würden vermutlich auf die falschen Zahlen kommen, mit 50.000 Einwohner gewachsen ist in einem Jahr. Jetzt müssen Sie wissen, das ist die Hälfte ist davon wahrer die Seestadt, wenn wir es theoretisch in einem Jahr bauen würden, was wir nicht tun würden. Rot-Neusiedl würde, wenn es in 20 Jahren fertig ist,
weiß ich nicht, ein Drittel davon abdecken. Also vergessen Sie die Vorstellung, dass Sie mit Städtebau dieses Problem in den Griff kriegen. Das ist nicht wahr. Das ist eine Größenordnung, die uns aber zeigt, dass wir offensichtlich in der Bestandsstadt so viel Puffer haben, dass 50.000 Leute kommen und es fällt nicht auf. Ja? Das ist schon verblüffend. Ja? Das heißt, noch einmal zurück, die Frage des Umgangs mit Wachstum, Wohnraum und Sonstiges ist ein vielfältiges Thema und offensichtlich stecken viele Themen gar nicht dort, wo wir Raumplanarchitekten und sonst wie das glauben, weil wir sonst hätten wir nicht 50.000 Menschen in Wien untergebracht haben, ohne dass man außer in der U-Bahn merkt. Ja? Also überschätzen Sie nicht die Kompetenzen und Relevanzen von Raumplanern, Architekten, Landschaftsarchitekten und sonstigen Leuten, sondern versuchen Sie, einen Gesamtblick zu bekommen über die gesamte Fragestellung und achten Sie mit großer Relevanz die Entscheidungsträger im Gemeinderat. Die Damen und Herren, die sich dafür einsetzen, haben meinen größten Respekt, weil sie arbeiten auf der Keimzelle unserer Demokratie. Sündenprogrammordnung. Begrifflichkeiten gibt es Sonderzahl. Es ist in der Kürze, die ich zur Verfügung habe, insbesondere mit 10 Minuten Einladung, nicht leicht, die Fragestellungen in der Detailschärfe zu bearbeiten. Es gibt zwischen Landesbodenbilanz und Bundesbodenbilanz so feingliedrige Detaildiskussionen, was ist Flächeninanspruchnahme, was ist Bodenverbrauch. Das löst man auf Fachebene. Ist kein großes Mirakel und ändert im Übrigen überhaupt nichts an den Rezepten. Völlig wurscht für die Rezeptur. Denken Sie nur darauf, dass die Frage der Bodenfunktionen aber eine sehr relevante ist. In Niederösterreich haben wir uns entschieden, übrigens aufbauend auf einer Studie des Umweltbundesamtes, sehr stark mit den Bodenfunktionen zu arbeiten, über die Frage, was ist Bodenverbrauch, was ist kein Bodenverbrauch. Und wenn Sie das Thema berücksichtigen, dann wird das Ding schwierig, also komplexer. Zum Beispiel, Sie wandeln einen schönen Acker in einen Golfplatz um. Würde man ad hoc sagen, 100% Bodenverbrauch. Ja? Von den Bodenfunktionen stimmt das nicht. Von 10 Bodenfunktionen ist eine weg, nämlich Nahrungsmittelproduktion. Eine ist ein bisschen schlechter, weil es vielleicht noch mehr Kunstdünger reinhaut als der Acker. Und 10 andere oder 8 andere sind davon völlig unbetroffen. Ja? Das zweite Thema ist, es gibt auch gute Bodenverbrauchsmaßnahmen. Zwei große Projekte, die ich betreue, Windkraft in Niederösterreich, wir haben Tonnen, hektarweise versiegelt die letzten 15 Jahre. Ja? Sie brauchen pro Windradl einen Hektar. Ja? Das ist ja nicht geschenkt, das steht irgendwo in der Gegend rum und das braucht ein Fundament, das braucht Zu- und Abfahrten. Ja? Darüber hinaus, wir machen jetzt gerade das Projekt Nordbahn, ja? Verbreiterung der Nordbahn. Auf 50 Kilometer verbreitern Sie es links und rechts um 3 Meter. Wissen Sie, was da rauskommt? Ja? Also es scheint für uns woke Menschen auch guten Bodenverbrauch zu geben. Ja? Oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber es ist nicht so einfach. Das ist das Blöde an dem Ganzen. Ja? Das heißt, die Komplexität, die uns Fachleute beschäftigt, ist leider auf Kronenzeitungsniveau und leider auch nicht auf dem Niveau sozusagen von allgemeinen kleinen Artikeln nicht wiederzugeben. Sondern wir müssen uns ernsthaft und interdisziplinär mit dem Thema beschäftigen. Was ist, wie funktioniert es? Und wir sind uns einig, so nicht. Ja? Die Frage ist nur, wie geht es sonst? Wir können relativ klar sagen, wir wollen keine Autobahnen mehr bauen. Bis auf 2-3 Projekte wird das der Fall sein. Österreich ist mehr oder weniger fertig gebaut. Wir wollen auch keine Einfamilienhäuser mehr widmen, neu. Findet weitgehend statt. Es gibt kaum mehr Neuwidmungen von Einfamilienhäusern. Zumindest in Ostösterreich kenne ich wenig. Wir sind viel beschäftigt, aber wir machen kaum Einfamilienhäuser. Also soll sein, machen wir nicht mehr, rettet unsere Welt aber auch nicht. Die Abgrenzung der Landnutzungen, da wird schon spezieller. Nämlich wieder die Frage, welche Bodenfunktionen meinen wir? Meinen wir wirklich? Ich bin jetzt großer Freund der Landwirtschaft, aber meinen wir wirklich den Rübenacker als höchstes Schutzgut unserer Welt, dann dürfen wir Rot-Neusiedl
und Seestadt nicht bauen. Und im Übrigen auch vieles andere nicht. Ja? Ist ein bisschen schwierig, weil interessanterweise in den EU-Richtlinien der Verbrauch von Arboreal Land grundsätzlich verboten ist. Ja? Also das ist interessant, was mache ich jetzt als Wien damit, mit dieser Botschaft? Also ich kann eigentlich Rot-Neusiedl als sozusagen fiktiver Investor gar nicht internationalen Investoren anbieten, weil es den Investitionsrichtlinien widerspricht. Werden Sie sich denken, ich, Architektin, das ist ein Schwachsinn. Ja, schon, aber das ist eben das Problem von zu plakativen Fragestellungen. Verbrauchsfaktor je Widmungskategorie ist der nächste Punkt. Was von einem Einfamilienhausgebiet ist verbraucht, was ist betoniert und was ist nicht? Einmal große Teile der niederösterreichischen Gemeinden haben eine höhere Biodiversität im Ortsgebiet als außerhalb. Das ist so. Das kann ich auch nicht ändern. Und das weiß ich nicht, wie ich das ändern soll. Und das hat im Übrigen leider auch nichts zwischen Bio und Nicht-Bio zu tun. Ja, blöderweise, ich bin kleiner, lieber Biobauer, 4 Hektar seit 40 Jahren. Bio ist nicht biodiversitätsfördernder. Im Gegenteil, als Biolandwirt muss ich noch mehr aufpassen, dass ich keine Unkräuter und Teigreiter reinkriege, weil ich mir ja nicht helfen kann. Ja? Schauen Sie sich einen Bio-Sojaacker im Mittelburgenland an, tote Hose. Ja? Leider, ist so. Also die Dinge sind komplexer, als wir es glauben, leider. Das heißt, wie gehen wir mit relativ wenig Bodenverbrauch in Flächen um, die wir ansonsten als Verbrauch bezeichnen würden, klassischer Fall Einfamilienhaus. Also, wie gehen wir mit bebauten Flächen, mit Verbrauchsfaktor, mit Großprojekten um? Und alle diese Flächen haben wir in die niederösterreichische Bodenbilanz integriert, so gut wir es verstanden haben. Die Zahlen zeigen uns, dass wir nicht so falsch gearbeitet haben, weil das Umweltbundesamt mit ganz anderer Methodik zu ähnlichen Ergebnissen gekommen hat. Ist ja mal eine gute Sache. Ja? Das heißt, Sie müssen sich, um diese Fragen zu beschäftigen, mehr mit den Details beschäftigen. Und Sie sehen auch in den veröffentlichten Daten, dass diese Bodenbilanzierungen auch ein bisschen einen Jahreslauf haben. Das hat sehr viel damit zu tun, dass zufällig irgendein Projekt fertig wurde. Also Nordautobahn, Nordabschnitt. Der wird fertig, kommt in die Bodenbilanz, haut da sofort 380 Hektar rein. Ja, das ist so, wir können es nicht ändern. Wir haben es jetzt dann abgezinst, wenn Sie so wollen. Wir machen das sozusagen, dividieren das durch Jahre, so wie bei einer Buchhaltung. Ich will Sie jetzt nicht belästigen mit Details. Aber wenn Sie eine Bodenbilanz machen, haben Sie einige Detailprobleme, die gar nicht so einfach sind, wie Sie damit arbeiten können, weil ansonsten haben Sie so komische Kurven, die gar nichts sagen. Ja? Bodenverbrauch nach Verursacherart, ja, da haben wir immer noch 8% im Bereich Bauland. Aber da dürfen Sie nicht vergessen, und jetzt sage ich das als Raumplaner, da steckt sehr viel im gewidmeten Bauland. Ja? Da könnte man dem nur entgegentreten, indem man rückwidmet. Ja? Und das ist amtsbekannt politisch nicht vertretlich und außerdem weitgehend entschädigungsrelevant. Ja? Also da müssen Sie schon ein bisschen zur Kenntnis nehmen, auch wir als Raumplaner, da haben wir halt eine Erbschaft von unseren Vorgängern bekommen, mit dem sollten und müssen wir leben. Ganz einfach zu sagen, das Erbe trete ich nicht an, ist zwar lustig, aber ist keine Zukunftsperspektive. Ja? Da geht es eher darum, und das findet in Niederösterreich gerade statt, dass man diese Reserven in der bestehenden Widmung weitgehend forciert und Neuwidmungen bremst. Das ist das, was momentan stattfindet. Deswegen sinkt der Bodenverbrauch auch nicht in dem Ausmaß, aber der Widmungszuwachs steigt nicht in dem Ausmaß. Das werden Sie, Herr Kallinger, schon bemerkt haben, wenn ein Bauträger heute zu den Gemeinden geht, kriegt er nichts. Ist so. Ja. Das heißt, Kurzfassung, das ist einfach so, es gibt kaum mehr Neuwidmungen, aber es gibt weiterhin Bodenverbrauch im gewidmeten Bestand. Weil in Niederösterreich, genauso wie in Wien, der Bedarf ja nicht gesunken ist. Der hat eine kleine Delle gehabt am Anfang von Corona und jetzt hat er gar keine Delle mehr. Daher, Antwort, wieso wird Bauland überhaupt neu gewidmet? Weil es Arrondierungsfragestellungen gibt, die nicht leicht anders lösbar sind und noch viel wichtiger, weil wir noch kein Rezept gefunden haben, unternutzte Flächen zu mobilisieren. Das ist unser Kernproblem. Mir ist jetzt fast wurscht, ob es Brachflächen sind,
schlecht genutzte Flächen, gering genutzte Flächen oder halb genutzte Flächen. Ja? Das ist mir wurscht. Alles das kriegen wir nicht in Schwung, weil ein Bauträger dort einfach nicht hingreift, weil er sagt, die Altlasten sind mir zu gefährlich und das alles. Dort steckt das Pudels Kern. Schauen Sie sich Wien an, das hat das Problem noch viel größer. Wenn Sie durch 22, 21, 23 durchfahren, fahren Sie hunderte Hektar weiß durch unternutzte Gewerbegebiete. Ja? Also mich braucht keiner fragen, wo der zukünftige Städtebau in Wien stattfindet. Ja? Hoffentlich nicht im Grünland, sondern dort. Aber so leicht ist das auch nicht durchzusetzen. Gibt es das Fachkonzept produktive Stadt, auch wieder ein bisschen aus der Nachbarschaft zu erzählen. Und dort fordern alle, jetzt machen wir Mischnutzung. Blöderweise fordern sie auch 2/3 geförderter Wohnbau. Und dann sagen die Bauträger, wenn es beides wollt, bauen wir gar nichts. Und das ist das, was jetzt gerade stattfindet. Das heißt, Kurzfassung, Raumplanung ist nicht so einfach, blöderweise, weil wenn man zu viele Forderungen macht, dann brauchen die Bauträger nämlich das erst wieder einer vom Spielfeld. Also, das ist eine Kunst und das freut mich, daran aktiv teilzuhaben seit Jahrzehnten und hoffentlich noch einige Zeit, weil es wirklich spannend und cool ist. Ganz einfach ist es nicht, aber ein Punkt zum Thema Abwanderung, schon noch relevant. Wir sind in Niederösterreich nicht in der Gunstsituation wie in Wien, wo alle Bezirke Dynamik haben. Wir haben auch Abwanderungsbezirke und schwierigere Bezirke und wir sind irrsinnig froh, dass wir durch eine etwas entspanntere Raumordnungspolitik im Waldviertel durch Corona auch wieder mehr Zuzug haben. Ja, das heißt, Niederösterreich wird auch weiterhin aus meiner Sicht eine gewisse regionalen Unterschiedlichkeit in der Strenge der Raumordnung haben. Streng rund um Wien und etwas entspannter in Zonen wie Weidhofen oder Horn, wo wir froh sind, wenn die Regionalplanung sozusagen durch die Gemeindeplanung unterstützt wird. Bauland und Nicht-Bauland, da spielt übrigens die Hauptmusik unsere Geschäftstätigkeit. Wir betreuen, so wie der Kollege Borsch war da und noch 10, 15 andere Ortsplaner in Niederösterreich, wir planen hauptsächlich im Bauland gewidmeten Bestand in der Zwischenzeit. Wir machen kaum neue Widmungen im Grünland. Das ist kaum mehr ein Geschäftsfeld. Also wir machen nichts anderes als an dem Kuchen herumbasteln. Ja? In verschiedene Richtungen. Es ist nicht so, dass der Raumplaner und deswegen auch der böse Raumplaner seit 10, 15 Jahren gibt es das weitgehend nicht mehr. Ich rede jetzt Wien, Niederösterreich, Nordburgenland. Das ist das, was ich gut kenne. Kann nicht über alles reden. Das heißt, die Kunst besteht daher in den bebauungsdichten Bebauungsweisen, in der Bebauungsklasse, in der Baufluchtlinie. Das ist jetzt niederösterreichische Raumordnungsgesetz. Sie könnten das in Wien genauso machen. Und jetzt besteht die Kunst, zum Beispiel in Richtung Brachflächen, durch kluge, kleine Strichveränderungen Investoren dazu zu bringen, dass sie Brachflächen nutzen, weil sie mehr Potenzial dort sehen und gleichzeitig über Raumordnungsverträge diese Entwicklung sicherstellen, dass der Projektträger nicht nur vor der Widmung, sondern auch nach der Widmung sich dran hält. Das ist die Kunst. Das mit Detail würde Ihnen der Kollege Süß das besser erklären können, weil ich bin ja, wie man so schön sagt, nur der in der Metaebene Tätige. Aber das ist im Prinzip die Kunst, die wir zu berücksichtigen haben. Weniger Thematik heute, aber sehr wichtig im Bereich Klima und so weiter ist das ganze Dach- und Fassadenbegrünung. Zum Begrünungsthema ein Thema. Wie geht man mit 50% Begrünungsanteil im verdichteten Wohnungsbau in Wien um? Wir haben ungefähr 50% standardmäßig im Städtebau grün. Ja? Ab wann ist es kein Bodenverbrauch? Ja? Gute Frage. Also ad hoc, würde ich sagen, irgendwo zwischen 70 und 150 Zentimeter soll es kein Bodenverbrauch sein, weil dort ein Boden sozusagen nach der Bauphase wieder entsteht. Aber das ist nicht Gott gegeben. Der Herr Weinberger von der Heilversicherung wird das ganz anders sehen. Ja? Und da spielt es sich ab zwischen der Frage, ist die Bodenfunktion jetzt wirklich die Produktionsfunktion, ja, die verloren geht in Rot-Neusiedl, oder sind vielleicht 50% Begrünungsanteil mit einer Dichte, also mit einer Überschüttung von 70 bis 1,50 Meter sozusagen 50% Wiederbegrünung und daher in der Bodenfunktion gleichwertig oder ähnlich. Das sind die Schwierigkeiten, die wir zu behandeln haben. Darüber hinaus, Raumordnung ist Teil unserer Demokratie und ich muss ja ehrlich sagen,
Ich bin auf höchster Ebene Raumplaner, aber noch höher ist mir die Demokratie und die Verfassung wichtig. Und wegen ethischen Gründen die Raumordnung über die Verfassung zu heben, ist sehr gefährlich. Ja? Daher, viel wichtiger als die Raumordnung ist mir noch die Verfassung, unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Demokratie, gerade auf kommunaler Ebene. Das kann ich nur jedem ins Herz mitbringen, der vielleicht ein bisschen nachdenkt darüber, dass das alles der Demokratie entzogen werden soll und bei irgendwelchen Fachleuten wie mir landen sollte. Ich, der gute Raumplaner, also Gott behüte, sicher nicht. Ja? Soll nicht passieren. Und wenn es ich nicht darf, dann niemand anderer. Das sage ich auch dazu. Was wollen wir von der Raumplanung? Wir brauchen noch eine stärkere überörtliche Raumordnung. Ja? Da predige ich seit 20 Jahren und manchmal hört man zu und dann macht man was. Ich bin gleich fertig, ich sehe schon. Eine starke überörtliche Raumordnung mit der Leitplanung hat Niederösterreich jetzt sehr, sehr stark begonnen. Werden wir sehen bei den Regierungsverhandlungen, wie es dann endet. Aber sagen wir mal, der Ball ist im Feld und wir hoffen, dass er ins Ziel geschossen wird mit der Leitplanung. Strenge Siedlungsgrenzen, strenge überörtliche Raumordnung. Nur dann können wir runterkommen auf die 0,5. Örtliche Entwicklungskonzepte, jede Gemeinde sollte eins haben, 550 Gemeinden, 15 haben eins. Ja, das ist auch echtes Defizit, gehört geändert, ich kann es nicht ändern und wer es nicht glaubt, der soll es nicht machen, aber der wird alle ihre Ziele und seine eigenen nicht erreichen. Und fachliche Stärkung der Gemeinderatsmandatarinnen, das ist eine super wichtige Sache. Die Damen und Herren, die vor Ort sich die Mühe unterziehen, dafür verantwortlich zu sein und ihren Nachbarn gegenüber auftreten als jene, die entscheiden, die brauchen Unterstützung, Empathie und fachliche Bereitstellung von Ressourcen und sonstig. Alles das, was die brauchen, gehört ihnen gegeben, weil die sind aus meiner Sicht die Helden der Raumordnung. Danke vielmals. Danke für Ihre Perspektive auf den Bodenschutz. Ich glaube, wir stellen hier die Demokratie nicht zwingend in Frage. Und zwar, auch was Sie, Sie waren jetzt, glaube ich, noch nicht da beim Herrn Baumgarten, das war der zweite Vortrag, der sehr gut eingegangen ist auf den Verlust der Bodenfunktion, wie wertvoll der Boden ist und auch wenn wir nur ein paar Zentimeter von ihm verrücken. 0,5 Hektar Bodenverbrauch braucht es in Niederösterreich bis 2030. Wir haben auch gehört, vorhin schon 2050 sollen wir bei einem Netto-Null-Bodenverbrauch angelangt sein. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Die Zeit ist jetzt auch schon vorangeschritten. Ich würde bitten, also ich weiß nicht, ob Sie noch da bleiben beim Ausklang. Geht das informell vielleicht oder... Ich würde gerne ganz kurz was sagen. Also danke für den Vortrag, es haben mir einige Sachen sehr gut gefallen. Ich bin Bodenwissenschaftler an der Universität für Bodenkultur. Mein Name ist Franz Fehr. Was ich auch noch bin, ist Umweltgemeinderat, seit 23 Jahren in einer Gemeinde. Und eins meiner mein Matura-Projekt war das örtliche Entwicklungskonzept für meine Gemeinde. Und ich bin brennender Demokrat, aber wie sie das da ausgespielt haben, das habe ich nicht richtig gefunden, die Demokratie. Und die überörtliche Raumplanung bzw. die Länder- und Bundesebene. Das, also, sie machen sicher gute Arbeit für Niederösterreich, dass in Niederösterreich alles super ist, ist deshalb eh klar. Aber aus meiner Sicht kann ich das so einfach nicht stehen lassen. Es ist nicht so, dass die Bürgermeister, und das sage ich jetzt absichtlich nicht gegendert, die besseren Raumplaner sind. Diese überörtliche Raumplanung, das haut überhaupt nicht hin. Ja? Das machen die Bürgermeister einfach nicht. Es gibt so viele Leute, also, danke. Die Bürgermeister stehen unter massivem Druck vor der Bevölkerung. Ja? Und ich sehe das seit 23 Jahren, wie dieses Raumordnungsprogramm von uns jedes Jahr neu pervertiert wird. Ich denke mir jedes Mal, wie gibt es das, dass das Land das genehmigt? Die schicken uns das zurück, sagen, ja passt eh. Da hat sich der Bürgermeister in der Ausrede überlegt, warum das halt genehmigt kennt. Die Leute schauen sich das im Land gar nicht gescheit an. Und dann sagen sie, auf Bundes- und Landesebene, da darf man die Demokratie nicht ausspülen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wir brauchen klare Vorgaben. Ich bin gespannt, wann jetzt endlich diese Bundesraumordnungsregelung kommt.
ja, damit wir mal klare Vorgaben haben. Und solange die Bürgermeister nicht gezwungen werden zur örtlichen, überörtlichen Raumplanung, werden sie es nicht tun. Die haben die haben wenig Interesse an einer Verkehrsraumplanung. Ist ihnen wurscht, was in der Nachbargemeinde ist. Die wollen in der eigenen Gemeinde die Abgaben haben. Ja? Die Umweltraumplanung, wie ich gesagt, ich bin Bodenwissenschaftler und da muss ich nur was widersprechen. Sie haben gesagt, 0,5 Hektar pro Tag werden wir irgendwie durch Flächen einsparen müssen und 0,5 Hektar... 25, oder, je ja, 25. Und ich glaube, die andere Hälfte haben, und auf das will ich eigentlich aus, sie haben gesagt, durch Wiederherstellung. Boden, der einmal versiegelt ist und dann wiederhergestellt wird, der braucht 100 Jahre in Österreich. Also man redet von 30 bis 300 Jahren, dass Boden wieder die volle Funktionsfähigkeit hat. Ja? Also das stimmt einfach überhaupt nicht. Entschuldigen, dass ich mich da jetzt zu Wort gemeldet habe. Ich glaube, dieses Thema können wir dann beim Ausklang noch informell weiter besprechen, weil wir müssen zum letzten Vortrag kommen und dann noch zur Diskussionsrunde. Vielen Dank, Herr Knoll, für Ihren Beitrag.